Woran erkenne ich einen modernen Compoundbogen? Wie hat sich die Technik in den letzten Jahren weiterentwickelt und was bringt mir das? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Matthews und seine Freunde. Wir haben ja hier den Matthews Harlon X in einem Basis-Setup schon mal schussbereit gemacht und ich konnte mir einen ersten Eindruck dazu verschaffen, wie sich der Bogen verhält und wie er sich tunen lässt. Und heute wollen wir die Gelegenheit mal nutzen, um anhand von dem Bogen zu zeigen, welche technischen Features, welche Eigenschaften so ein moderner Compoundbogen eigentlich mitbringt im Vergleich zu Bögen, wie sie vor ein paar Jahren gebaut wurden. Und der Matthews, der eignet sich dafür ganz besonders gut, weil er einfach sehr viele Trends aufgreift oder beziehungsweise auch weiterentwickelt. Und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt mal durch. Trend Nummer 1, einfaches Tuning. Na, wir können uns vorstellen, dass je mehr Menschen Bogenschießen, das Bogenschießen auch immer mehr massentauglich werden muss. Ja, und die technischen Bögen hier, diese Compoundbögen, die werden natürlich ständig weiterentwickelt. Jedes Jahr gibt es neue Modelle und im Prinzip geht es da schon seit Jahren darum, den Aufbau von einem Setup immer einfacher zu machen. Ja, also weg von dem Spezialistensport hin zum Massensport, Breitensport. Ja. Und was der Matthews da mitbringt, haben wir ja gesehen, der macht einen Papiertest, ohne dass man da irgendwas feingetunt hätte, ohne dass man irgendwelche Kabel eindrehen musste, ohne dass man da besonderes Augenmerk legen musste auf Centershot oder, ja. Der Papiertest war gleich super, das heißt der Pfeilflug, der ist super sauber, ja, es gibt überhaupt keine Probleme, ja, die man jetzt wegtunen müsste. Ja, die Frage ist lediglich, lässt sich der Bogen, fühlt er sich für mich richtig an oder nicht, ne? Und den Rest macht er im Prinzip von alleine. Und das ist so ein Feature, das hatten die Compoundbögen früher nicht. Früher, da war das im Prinzip eine Frage von stundenlanger Arbeit, dass man das Cam Lean, ja, richtig einstellt, also beziehungsweise wegstellt. Cam Lean gibt es an dem Bogen im Prinzip gar nicht. Ja. Oder dass man über Yoke Tuning, also dass man Yoke-Kabel, hier so Y-Kabel, eindreht. Oder dass man das Cam Timing genau einstellen muss an einem sogenannten Drawboard. Das sind alles Dinge. Also da kommt der in Werkseinstellungen quasi aus dem Karton und ist alles schon richtig. Ne. Und das ist schon ein Zeichen von Top-Verarbeitung und eben auch ein Zeichen von, es ist ein moderner Bogen, also ein Bogen, der im Konkurrenzkampf mit sehr vielen anderen Bögen steht, ja, und wo einfach der Hersteller gezwungen ist, also im Prinzip sich keine Fehler mehr erlauben kann. Ja. Gerade hier dieses Harlon X, diese 35 Zoll Achsmaß, ja, das ist sehr, sehr beliebt. Fast jeder Hersteller bietet einen, ich sag mal, Crossover-Bogen, also einen Bogen, mit dem man alle möglichen Disziplinen schießen kann, an in so einem 35er-Format, weil einfach das super beliebt ist und weil sich eben für viele Schützen, für viele Einsatzzwecke und eignet. Ja, und deswegen ist da der Konkurrenzkampf sehr, sehr hoch. So ein bisschen muss man sich das vorstellen wie in der Golfklasse. Ja, die 35er Achslänge ist im Prinzip die Golfklasse. Da gibt es viele Modelle und die Modelle konkurrieren untereinander. Das führt dazu, dass die Hersteller immer besser werden. Ja, so einfach ist das. Und der Matthews bildet da keine Ausnahme. Trend Nummer 2, die Schießbarkeit. Ich meine damit die Frage, wie gut kann ich die Art, wie sich der Bogen anfühlt, für mich individualisieren. Ja, das Thema Shootability, also Schießbarkeit, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Ja? Und die Hersteller haben unterschiedliche Antworten darauf. Manche sagen, unsere Bögen sind die schießbarsten. Ja? Andere sagen, unsere sind die schnellsten. Es kommt auch immer darauf an, was man machen möchte. Der Punkt ist, man hat Wahlfreiheit. Beziehungsweise man hat auch immer noch Freiheit, wenn man den Bogen schon gekauft hat. Jetzt zum Beispiel bei den Matthews kann man sich überlegen, welche Art Modul baue ich ein? Mit den Modulen hier oben stellt man die Auszuglänge ein, aber zum Beispiel auch die Charakteristik des Auszugs. Ja, es gibt jetzt zum Beispiel, bei dem habe ich ein 75% Let-Off-Modul installiert. Es gibt auch ein 85% Let-Off-Modul. Das heißt,
das Haltegewicht, ja, wie viel ich hinten festhalten muss, variiert dadurch. Oder beziehungsweise ich kann mir aussuchen, möchte ich lieber ein bisschen mehr Spannung. Das kann beim Scheibenschießen interessant sein. Möchte ich lieber ein bisschen weniger Spannung, also bequemer hinten stehen. Das kann für 3D interessant sein. Und dass man sich überlegen kann und aussuchen kann, wie sich das anfühlen soll, das ist eben auch ein Zeichen von einem modernen Compoundbogen. Trend Nummer 3, Speed. Die Bögen sind schnell. Moderne Compoundbogen erkennt man daran, dass sie eigentlich alle vergleichsweise schnell sind und sich dadurch eben auch für alle möglichen Disziplinen eignen. Ja, diese klassische Unterscheidung von, das ist ein Scheibenbogen, ne, der ist halt langsam und gemütlich, lässt sich dafür einfacher schießen, und das ist ein Speedbogen, der ist giftig und schwer zu schießen, diese Unterscheidung gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Es gibt schon noch so ein paar Exoten, die sehr, sehr, sehr schnell sind und sich natürlich entsprechend schwer auch ziehen oder auch ein bisschen knackiger gehalten werden wollen. Ja. Aber im Prinzip sind mittlerweile die Bögen alle ziemlich schnell. Ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren ist der durchschnittliche IBO-Speed der Bögen um mindestens 10 Fuß pro Sekunde gestiegen. Ja. Und das ist eben auch ein Zeichen davon, woran man einen modernen Compoundbogen erkennt, denn die Hersteller haben erkannt, die Leute wollen eben nicht mehr entweder oder, ne, also langsam und gemütlich und schnell und knackig, sondern die wollen beides. Die wollen einen gut schießbaren Bogen, der auch schnell ist. Und das ist er. Ja, wir haben ihn getestet mit einer Auszuglänge von 28 Zoll und einem Pfeilgewicht von 325 Grain circa, und da war er knapp über 300 Fuß pro Sekunde. Das ist schnell. Dieser tiefe Griff, ja, also dass das Griffstück hier so tief im Mittelstück sitzt, ist uns ja schon im ersten Video aufgefallen, und wie sich das anfühlt, weiß ich jetzt. Ja. Tatsächlich ist der Bogen natürlich dadurch auch irgendwie kopflastig. Wenn ich jetzt hier am Druckpunkt, wo die Hand liegt, den Bogen balancieren wollte, dann würde der in diese Richtung kippen, obwohl hier schon ein Stabi dran ist. Ja, und der ist nicht leicht. Kopflastig, das merkt man auch beim Auszug. Wenn ich den Bogen ausziehe, dann macht er erstmal so. Ne? Diesen Weg gehen mittlerweile viele Hersteller, dass sie den Griff so tief bauen. Das Ziel des Ganzen ist, dass man im Auszug nachher den Bogen besser im Ziel halten kann. Ja? Es gibt auch Hersteller, die gehen genau den anderen Weg. Die bauen den Griff wieder weiter in die Mitte und ändern dann die Größe der Cams. Ja? Weil den Pfeil schießt man dann ja nicht durch die Mitte vom Bogen, sondern hier nach oben versetzt. Deswegen ist dann die obere Cam, das gibt es, tatsächlich so ein bisschen kleiner. Ja, die muss ja weniger Sehne aufspulen. Das ist jetzt bei dem nicht so. Bei dem sind beide Cams total gleich. Man schießt den Pfeil durch die Mitte. Das Ganze funktioniert als Konzept super gut. Ich würde jetzt, wenn ich das nächste Setup aufbaue mit dem Bogen, also das mit den langen Stabis und mit den Gegengewichten und mit der Zieloptik und so, also das Unlimited Setup, ja, da würde ich den Knockpunkt wahrscheinlich ein bisschen nach unten bringen. Ja, bei mir ist das hier, das ist zu viel. Ich würde sagen, so ist okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Das geht auch, ja, dadurch verändert sich das Tuning des Bogens fast nicht. Das kommt von diesem No-Cam-Design. Man kann im Prinzip den Bogen ausziehen, wo man möchte. Die Stopper schlagen immer gleichzeitig hier unten an. Das heißt, das Timing der Cams, dass die synchron laufen, ist dann trotzdem noch gewährleistet, auch wenn ich den Knockpunkt höher oder tiefer schiebe. Das ist auch ein Zeichen von einem modernen Compoundbogen. Ja, man kann sich das im Prinzip aussuchen und hat nachher trotzdem relativ wenig Tuning-Probleme. Trend Nummer 5, Tip-Top-Sehnenmaterial. Also was hier an dem Matthews About ist und was auch mittlerweile bei anderen Bögen serienmäßig aus dem Werk mitkommt, ist tipptopp. Ja. Man kann, also das, wie sich das anfühlt, ist super. Das Einarbeiten des Pieps war überhaupt kein Problem. Es gibt kein, das was man früher immer hatte, dass man immer das Piep, dass das so rotiert und sich nicht einstellen ließ. Ja, das ist bei dem deutlich einfacher geworden.
Das Ganze macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nachher nach mehr Schuss irgendwo dehnt oder lenkt und ich irgendwas nachstellen muss. Ja? Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Da war das Mode, dass wenn man sich einen neuen Bug gekauft hat, erstmal die Originalstrippen runterkamen und ein Satz Custom Strings, also spezial oder hochwertigere Sehnen drauf mussten, damit sich das, die Einstellung am Bogen, die man da vornahm, auch überhaupt über mehrere tausend Schuss hielt. Ja? Wenn man da Werksstrippen drauf hatte, da war das so, dass da alle paar hundert Schuss sich irgendwas gedehnt hat und da musste man entweder was nachstellen oder man hatte halt ein Problem, ja? Weil das Tuning nicht mehr stimmte, weil irgendwie das Feeling, die Camps nicht mehr synchron liefen und so. Und das ist hier, kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Das ist einfach Tip-Top-Material und eben auch ein Beispiel dafür, was so einen modernen Compound-Bogen auszeichnet. Nächster Trend, das Revival der Module. Ja, also Module hier, das da, mit denen man die Auszuglänge, aber eben auch das Let-Off bei dem Bogen einstellt. Ja, warum sage ich Revival? Eine Zeit lang war das so ein bisschen im Trend, dass man Bögen ohne also einstellen konnte in der Auszuglänge und auch im Let-Off, ohne dass man das Modul wechseln musste. Es gab dann so rotierende Module, ja, das war bei einigen Herstellern ganz beliebt. Da konnte man mit dem gleichen Bauteil Auszuglängen von, ich sag mal, 26 bis 30 Zoll einstellen. Ja. Das machte den Bogen an sich natürlich irgendwie einfach zu verkaufen, ja, weil der hat jedem gepasst, ja, von den Auszuglängen her. Aber von der Schießbarkeit her war ich natürlich eingeschränkt. Da war ich ausgeliefert dem Fakt, wie viel Tuning oder beziehungsweise wie gut sich das nachher anfühlt, wenn ich das Modul da und dahin gestellt habe. Und oft war es so, dass sich dann halt der Bogen bei kurzen Auszuglängen ganz anders anfühlte als für jemanden, der eine lange Auszuglänge schießt. Und das ist mit den Modulen eben nicht so. Da hat man im Prinzip immer das gleiche Feeling am Bogen und auch immer das gleiche Zuggewicht, die gleiche Performance. Ja. Und deswegen sage ich Revival der Module. Man muss zwar dann pro Auszuglänge tatsächlich so ein Bauteil dann wieder zukaufen, wenn man das verstellen möchte, aber das scheint sich dann auf lange Sicht doch tatsächlich zu lohnen, ja, weil ich damit eben den Bogen für mich nochmal ein bisschen besser einstellen kann, dass er sich für mich gut anfühlt. Ja. Noch ein Trend, den man hier am H&X ganz gut sehen kann, sind die vergleichsweise großen Cams. Ja, das sind jetzt mittelgroße Cams, die sind noch gar nicht so riesig. Es gibt eine Harlon-Reihe, da sind die Cams gigantisch groß. Und ein Effekt davon ist, dass die Achslänge von 35 Zoll ja, noch ergänzt wird durch die Höhe der Cams. Ja, denn was ich am Ende ja durch die Beschreibung, wie lang ist der Bogen, eigentlich Aussage ist, wie groß der Sehnenwinkel ist, wenn ich den Bogen ausziehe. Wenn ich kleine Cams habe und der Bogen wird ausgezogen, dann ist der Sehnenwinkel spitzer. Wenn ich große Cams habe und der Bogen ist ausgezogen, dann ist der Sehnenwinkel größer. Das heißt, effektiv, ja, fühlt sich so ein 35er Bogen von heute mit so großen Cams, der fühlt sich ungefähr so an wie ein 37er Bogen mit kleinen Cams. Ja, und ich sag mal, tendenziell ist es schon so, dass ein bisschen längerer Bogen mir beim Schießen auch ein bisschen besser hilft, ja, also sich besser schießen lässt. Und deswegen gehen viele Hersteller mittlerweile dazu über, große Cams zu verbauen. Ja, das ist so ein Trend, den kann man eben hier auch an dem H&X sehr gut sehen. Der nächste Trend, und dann soll es auch schon der letzte sein, der ist aber ganz wichtig, der hat zu tun damit, wo man den Seitenstabi installieren kann. Also wir haben ja einen Frontstabi und wir haben dann nachher, wenn wir den Bogen in dem Unlimited Setup aufbauen, eben auch einen Seitenstabi bzw. einen Heckstabi. Und in den letzten Jahren hat sich der Trend durchgesetzt, dass man das Gewicht des Heckstabis möglichst tief am Bogen platziert. Ja, das braucht dieser Bogen speziell auch, weil er eben kopflastig ist, also oben so ein bisschen schwer ist. Und die Hersteller, das sind mittlerweile ganz viele, die das so machen, die bieten das an, dass man
den Seitenstabi dann sehr, sehr tief am Bogen anbringt, also nochmal eine Buchse hier hinten, manche haben auch mehrere oder an der Seite, wo man diesen Verschluss anbringen kann, wo der Seitenstabi nachher angeschraubt wird. Ja. Wie das geht, das zeigen wir, wie gesagt, nochmal in dem anderen Video, wenn wir das Setup aufbauen. Aber der Trend ist klar, das Gewicht soll tief am Bogen sein, damit der Bogen noch schneller ruhig hält, wenn ich ziele. Ja. Was haben wir noch? Habe ich was vergessen? Diese breiten Wurfarme, ja, ist auch ein Trend. Das machen mittlerweile auch immer mehr Hersteller. Ja, das bringt tatsächlich was für die Gleichmäßigkeit, wie die Cams stehen. Ja. Thema Cam Lean, also dass sie nicht schräg stehen. Deswegen ist so ein sind diese breiten Wurfarme auch so eine Geschichte, die sehr beliebt geworden ist. Und hier diese Roller Guards. Ja. Also früher hat man gesagt, Rollen, ja, die machen den Bogen langsam. Irgendwie haben mittlerweile Rollen gebaut, die den Bogen nicht langsam machen. Immer mehr Hersteller machen das. Deswegen auch das ist so ein Detail, wo ich sage, ja, scheint sich durchzusetzen. Könnte man darauf achten, wenn man sich einen neuen Bogen kauft, ob der sowas hat oder nicht. Ja. Okay, das wäre es dann aber auch schon mit den ganzen Trends und technischen Innovationen, die ich mal zeigen wollte, beziehungsweise wozu sich auch der Matthews hier anbietet, um es daran mal zu zeigen. Ich freue mich schon auf die Videos, die wir jetzt machen, wo wir den Bogen in dem Unlimited Setup aufbauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Bis dahin, alles Gute, euer Thomas.